Na ihr, ich begrüße euch mal heute zum Vlog zu Greiz im Vogtland. Nein, so heißt die Stadt nicht nur Greiz, heißt sie. Aber dazu begrüße ich euch heute. Ebenfalls eine Stadt in Thüringen wieder, sehr schön, freue ich mich. Gefahren bin ich zuerst mit dem Regionalexpress 3 nach Plauen-Oberer Bahnhof. Dort bin ich dann mit der Straßenbahn weitergefahren zum Bahnhof Mitte, werdet ihr auch gleich alles noch sehen. Hier habe ich auch mal die Götschtalbrücke in einem besseren Wetter bekommen. Hat man jetzt trotzdem nicht so viel gesehen, aber war, denke ich, ganz gut. Im Gegensatz zum Vormal. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hier nochmal in Plauen gewesen. War ganz schön. War ich ja jetzt schon ein paar Mal, ne? Nicht nur zum Vlog, sondern auch zum Umsteigen. Bahnhof hier in Plauen-Vogtland Mitte. Einmal gezeigt, danach nie wieder wahrscheinlich. Ganz nett, immerhin. Von hier geht's dann weiter nach Greiz. Circa eine Viertelstunde später geht's weiter. Also mit Verspätung meine ich. Dadurch war ich jetzt über eine halbe Stunde am Bahnhof in Plauen Mitte. Aber egal. Passiert, passiert, kann man wohl nichts ändern. Die Zugfahrt war eigentlich echt schön, nur ich konnte euch leider nicht viel zeigen, weil ich noch ein Thumbnail machen musste. Sonst hätte ich das sehr, sehr gerne gemacht. Aber hier sind wir am Bahnhof Greiz schon angekommen. Ging eigentlich relativ schnell. Sind wir hier jetzt auch endlich in Greiz? Sehr schön kann ich jetzt nicht sagen, aber ist ja ganz nett. Ich laufe halt jetzt erst in die Stadt, ist ja logisch. Greiz war früher aufgeteilt in Oberkreiz und Unterkreiz, so wie ich das verstanden habe. Deswegen gibt es auch ein oberes Schloss und ein unteres Schloss. Das werden wir auch alles noch schön sehen. Greiz ist mit ca. 20.200 Einwohnern die Kreisstadt vom Landkreis Greiz und auf Platz 20 der größten Städte in Thüringen hinter Sondershausen und vor Leinefelde-Worbis. Ansonsten neben hier den ganzen Informationen auf den Schildern sehen wir hier auch jetzt die Stadtkirche. Die fand ich eigentlich auch recht schön, muss ich ja auch wieder sagen. Durch das echt gute Wetter sind die Bilder auch, finde ich, wieder echt schön geworden und dadurch ist Greiz auch für mich wieder sehr schön in Erinnerung. Es hat mir sehr gefallen tatsächlich die Stadt, hätte ich gar nicht gedacht. Ich bin tatsächlich mit relativ wenig Erwartungen dahin gefahren, auch wenn ich wusste, was es dort gibt. Aber ja, war echt schön eigentlich. Hat mir gefallen. Ich komme immer zu den besten Momenten, wo das Rathaus oder irgendwas saniert wird. Na egal, was gemacht werden muss, muss ja gemacht werden. So ist es und da bin ich auch wirklich der Meinung, dadurch bleiben die Städte ja relativ schön, muss man ja einfach sagen. Wenn man das nicht zerfallen lässt wie in manch anderen Städten, und gerade ein Rathaus ist schon logisch, dass man das saniert. Jetzt sind wir hier gleich auf der Schlossbrücke, die kommt in wenigen Sekunden. Hier und ab hier sind die Bilder auch echt schön. Man hat einen sehr schönen Blick von der Stadt, von der Brücke, es tut mir leid. Aber man bekommt einen schönen Blick auf die Stadt, beziehungsweise auf die Altstadt. Greiz teilt sich natürlich auf viel, viel mehr Stadtteile auf, als wir hier sehen. Ist ja immer so, ich zeige euch halt nur das, was sehenswert ist. Meistens, manchmal vergesse ich auch was, das tut mir dann leid. Aber naja, kann man wohl nichts machen, ne? Greiz war aber sehr schön, vor allem das untere Schloss finde ich sehr schick, muss ich einfach sagen. Auch die Lage an der Weißen Elster macht die Stadt einfach echt schön. Ist halt wieder eine Stadt im Vogtland, ich habe es langsam mit den Städten im Vogtland, ich weiß, aber es ist auch einfach toll, muss ich mittlerweile sagen. Hätte ich anfangs, als ich damals mit Plauen gestartet hatte, nicht gedacht, dass es so viele tolle Städte einfach im Vogtland gibt. Aber sehr, sehr schön.
Der Elstersteig ist eigentlich der Weg davor, aber ich habe jetzt mal einfach den kompletten Blick so genannt, weil es einfach sehr schön ist. Ich verabschiede mich dann auch erstmal hier wieder vom Vlog zu Greiz. War aber ganz schön, muss ich ja sagen. Gibt ein paar nette Sachen, kann man mal machen, denke ich. Danke fürs Zusehen auf jeden Fall. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.